Die sogenannten Wirtschaftsweisen sehen Deutschland 2023 klar in der Rezession und erwarten auch im kommenden Jahr nur eine schwache wirtschaftliche Erholung. Für dieses Jahr sei ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4% zu erwarten, erklärte der Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen. Im kommenden Jahr rechnet das Gremium demnach mit 0,7% Wachstum sowie einer Inflationsrate von 2,6%. Deutschland verzeichne damit seit Beginn der Corona-Pandemie das geringste Wachstum aller Volkswirtschaften des Euroraums, erklärten die Experten und Expertinnen. Zugeschaltet ist unsere Hauptstadtkorrespondentin Juli Kurz. Ja, Juli, wie ist denn eigentlich die Stimmung bei dieser Pressekonferenz? Getrübt, wie auch die wirtschaftlichen Aussichten? Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Die Pressekonferenz hinter mir läuft ja noch. Die fünf Wirtschaftsweisen haben ja deutlich, doch sehr deutlich darauf hingewiesen, dass es Deutschland eine schwierige Situation wirtschaftlich im Moment ist. Sie haben von herausfordernden Zeiten gesprochen und haben eben doch einen relativ großen Katalog an Maßnahmen vorgestellt, was man jetzt konkret machen müsste. Im Frühjahr, muss man sagen, sind die Experten und Expertinnen ja noch davon ausgegangen, dass eine Rezession ausbleibt. Dann hat sich die Lage weiter verdüstert. Woran hat das gelegen, Ihrer Meinung nach? Na, die Experten geben da verschiedene Gründe für an. Ein Grund ist die Energiekrise. Deutschland ist ja doch sehr stark davon betroffen gewesen, auch durch diese Abhängigkeit zum russischen Gas. Ein weiterer Punkt ist die hohe Inflation, die auf die Reallöhne drückt. Ein nächster Punkt, der relativ wichtig auch für Deutschland ist, ist die Außenwirtschaft. Deutschland hat ja sehr enge Handelsbeziehungen nach China. Und in China ist ja die Wirtschaft auch getrübt. Das schlägt also auch zurück dann auf Deutschland, weil Deutschland eben eine große Exportnation ist. Und ein zusätzlicher Punkt ist, dass die Zinsen ja sehr hoch sind. Und das drückt die Baulaune, sage ich mal so. Also gerade auch neue Häuserbau etc. Da ist im Moment doch die Situation auch sehr gedrückt. Was empfehlen die Wirtschaftsweisen denn nun der Bundesregierung? Wie kann man dagegen steuern? Naja, grundsätzlich ist es so, die Wirtschaftsweisen sehen hier eigentlich zwei Probleme. Zum einen eine akute Problematik, also dass Deutschland im Moment eben in der Rezession ist. Sie haben es gerade schon angesprochen, aber gleichzeitig ist eben auch nicht so ist, dass sie sehen, dass Deutschland da bald ein größeres Wachstum bevorsteht. Also man hat nicht das Gefühl, sie sagen nicht, dass man jetzt mal, ich sag jetzt mal salopp formuliert, die Zähne zusammenbeißen muss und dann wird es schon wieder besser werden. Deshalb haben sie relativ viele Maßnahmen aufgeführt, damit es Deutschland mittelfristig länger geht. Und da geht es konkret um die Frage, wie man die Arbeitszeiten erhöhen kann. Da geht es zum einen eben darum, dass man sagt, man müsste Anreize schaffen zur Erwerbstätigkeit, auch das zum Beispiel Eltern beide arbeiten können. Da ist ein wichtiger Punkt der Ausbau der Kinderbetreuung. Dann haben sie doch noch mal sehr stark dafür geworben, mehr Zuwanderung zu bekommen, weil es geht ja eben auch darum, dass auch Deutschland durch diesen demografischen Wandel und man sagt ja immer die Babyboomer, die bald in Rente geht, ja zusätzliche Arbeitskräfte fehlen werden. Hören Sie denn schon, unter wie viel Druck da jetzt die Regierung steht angesichts dieser neuen Prognosen und den Bewertungen des Sachverständigenrates? Wie will man da jetzt drauf reagieren? Ich glaube, der Druck auf die Bundesregierung ist schon sehr groß und das ist er jetzt ja auch schon seit einer Zeit, weil es steht ja schon seit einiger Zeit wirtschaftlich jetzt nicht wirklich gut. Der Bundeskanzler hat noch mal darauf verwiesen, dass man ja auch was tun würde, eben um an Investitionen anzureizen. Man will ja Beschleunigungsverfahren erhöhen, man will Bürokratie abbauen. Aber ja, es gibt auch relativ viele Punkte, die Bundesregierung jetzt angehen müsste. Der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat in seinem Statement aber auch noch mal gesagt, dass die Bundesregierung die Situation gerade fürs nächste Jahr etwas optimistischer sieht als die Wirtschaftsweisen. Juli Kurz, vielen Dank für die Einordnungen. Danke Ihnen nach Berlin.